Willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Guild Wars 2. Ja, wir erkunden heute den Doriksee. Wir haben in der letzten Folge viel, viel Geschichte und auch zum größten Teil Kartenerkundung schon gemacht. Wir haben schon 70% der Karte, haben schon 8 von 9 Panoramen, 8 von 16 Sehenswürdigkeiten, 2 von 3 Wegmarken und 6 von 6 Herzchen. Wir haben in der letzten Folge alle Herzchen gemacht. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Punkt übersehen. Wir haben uns eben gerade ein weiteres Panorama geholt und eine Sehenswürdigkeit. Wir holen uns jetzt hier den Sehenswürdigkeit und dann geht es weiter mit der Route von Plischert. Deshalb flitzen wir einmal hier rüber, holen uns die Sehenswürdigkeit, die unten ist, okay. Und Kommando zurück. Wir müssen vom Panorämchen weiter hinter. Und ich gucke mal gerade auf der Karte, wie weit. Sehenswürdigkeit, Herz, Sehenswürdigkeit, Herz. Okay, wir müssen... Ja, dann porten wir doch zur Wegmarke. Suchen den Pfad nach rückwärts. Genau, wir gehen jetzt einfach kurz rückwärts. Ah, der ist hier. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen vercheckt. Okay, das haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Hier haben wir noch ein Panorama, was uns fehlt. Da fliegen wir jetzt hin und hier zu dieser Sehenswürdigkeit. Das ist unser nächster Stop, wo wir hin müssen. Und wie gesagt, 30% Kartenerkundung, das wird nicht sehr lange dauern. Dann werden wir mit Logan sprechen. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach diese... Ah nee, jetzt müssen wir raus, genau, weil sonst kommen wir zu dem Eventbereich. Und sie greifen uns alle an und das wollen wir nicht. Lass den Baum bitte los. Dankeschön. So, ich hätte nicht gedacht, dass wir in der letzten Folge, auch wenn sie vielleicht ein bisschen länger geworden ist, alle 6 Herzchen schaffen, weil das Problem ist halt bei diesen Karten, wenn wir Herzchen wiederholen dürfen, dass wir sie halt wirklich an einem Tag fertig erkunden müssen, damit wir sie nicht am nächsten Tag wieder fertig machen müssen, die Karte, beziehungsweise die Herzchen dann neu machen müssen. Weil wir haben gesehen, die Herzchen, ja, die brauchen ein bisschen Zeit, die geben nicht so schnell einen Vorsprung. Und wir brauchen dadurch etwas länger für die Herzchen. So, da oben haben wir schon das letzte Panorama und ich sehe auch schon die letzte Wegmarke. Ich hoffe, die Fledermaus lässt uns in Ruhe. So. Oh, das sieht so cool aus. So, so cool. Natürlich lässt sie uns nicht in Ruhe. Das war mir so klar. Aufgeladen. Okay. Bei uns geht's aber jetzt hier hinten weiter. Los, schnell. Und auf die Himmelsschuppe. Und ich bin mal gespannt, wie wir an die Punkte kommen für die hier hinten sind, wo wir ins Lederfarm machen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da dran kommen sollen. Da sind nämlich Dutzende von Zentauren und die sind sehr angriffslustig. Aber wir haben hinten noch 2 Sehenswürdigkeiten bei unserem Herzchen, was wir auch letzte Woche gemacht haben. So. Okay. Da muss man aufpassen, dass man nicht weiter rennt, ohne dass das ausgelöst wurde. Und jetzt müssen wir hier lang, genau, hier um die Ecke. Und da müsste jetzt unsere Sehenswürdigkeit sein, oder? Genau, okay. Wir haben es bald, wir haben es fast. Wir haben es fast. Oh, ich habe ein bisschen Angst, wie wir da jetzt rum sollen. Aufgeladen. Um an unsere letzten Sachen zu kommen. Okay, es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Es wird spannend. Okay, wir haben hier die Abkürzung für uns. Sonst muss man einmal außen rumlaufen. Und es geht hoch. Oh mein Gott, da sind schon die ersten Zentauren. Na komm schon. Los, los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird was. Okay, die erste haben wir. Nein! Scheiße. Nein!
Das darf ja jetzt nicht wahr sein. Ich wusste es. Das ist so blöd. Das ist so blöd, weil die so dermaßen stark sind. Ja, okay, gut. Was fehlt uns denn jetzt überhaupt noch? Nur noch das hier, ne? Ja, dann soll der mich mal kaputt hauen. Dann versuchen wir von hier irgendwie hinzukommen. Die wollen dann hier raus und von da direkt rein. Okay. So, okay. Wir sind jetzt bei den Punkten, wo sie rüber wollen. Wo fliegen die denn hin? Die fliegen da drauf und dann unten durch. Okay, das wird lustig. Das wird lustig. Okay. Wir schaffen das aber. Wenn nicht, sterben wir halt. Aber das wäre ja nicht schlimm. Okay, wir haben den Stern. Okay. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay, wir haben die Karte. Ui, wir haben die Karte, den Dorixie abgeschlossen. Nice, cool. Sehr cool. Wir haben hier wieder ein paar. So, sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir zu unserem Freund Logan. Was wir machen müssen, sprecht mit Logan auf jeden Fall. Okay, machen wir. Das machen wir doch freilich. So. Ihr seid zurück und das in einem Stück. Ja, noch. Ich nehme an, ihr habt einen Bericht für uns? In der Tat. Die Seraphen haben den Basar gesichert, aber der Mantel rückt an anderen Orten in der Region vor. Saidras Hafen ist definitiv ein Ziel. Wir sollten Unterstützung dorthin schicken. Ich werde versuchen, sobald wie möglich eine Abteilung loszuschicken. Was sonst noch? Der weiße Mantel scheint sich für Neulebenwald zu interessieren und für ein schwer befestigtes Haus im Wald nördlich von hier. Okay. Hm. Wenn sich der Feind dafür interessiert, dann sollten wir das auch tun. Ich weiß eure Bemühungen zu schätzen, Kommandeur. Dank euch stolpern wir nicht mehr völlig blind in den Kampf. Während ihr auf Erkundung wart, haben wir die Information erhalten, dass der weiße Mantel vor Evenja eingenommen und so seine östliche Flanke verstärkt hat. Was noch schlimmer ist, über dem Fort baut sich eine Art magischer Sturm zusammen. Einen Frontalangriff können wir nicht riskieren. Es soll sich eine Agentin der glänzenden Klinge in der Gegend aufhalten. Angeblich eine Expertin in Sachen Sabotage. Ich denke, zusammen mit ihr könntet ihr eine Menge Schaden anrichten. Schaden, das ist unser Sprichwort. Man versucht etwas gegen den weißen Mantel im Fort zu unternehmen. Okay, gucken wir mal. Aber das klingt doch schon mal sehr cool. Wo wäre die denn? Wo sei sie? Ah, bei dem Herz. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder da rein müssen. Verdammte Jadekonstrukte. Die schlagen stärker zu als eine Horde Zentauren. Ganz langsam. Was ist euch widerfahren? Ich habe verdeckt in Fort Evenja gearbeitet, als diese dreckigen Kultisten einen Überraschungsangriff gestartet und es eingenommen haben. Okay. Sie haben mich ertappt, als ich die gefangenen Seraphen befreien wollte. Auf der Flucht hat mich einer dieser Jadebögen erwischt. Oh. Dann ist dieser Sturm aufgetaucht. Vermutlich eine Folge der Blutsteinscherben, die sie dort lagern. Logan hat mich geschickt, um den weißen Mantel im Fort zu schwächen. Was kann ich tun? Ihr könnt mir helfen, meine Mission zu Ende zu führen. Mhm. Es sind noch einige gefangene Seraphen im Fort, die Hilfe benötigen. Darüber hinaus bieten sich sicherlich verschiedene Gelegenheiten, Informationen zu sammeln. Oder ihr versucht es mit etwas guter alter Sabotage. Sofern ihr unentdeckt bleiben könnt. Ich kann euch mit einem mächtigen Schleier verhüllen, der euch wie eine Soldatin des weißen Mantels erscheinen lässt. Es gibt allerdings einige Einschränkungen. Die Tarnung wird einem prüfenden Blick nicht standhalten. Verhaltet euch also unauffällig, wenn euch der weiße Mantel sehen kann. Seid vorsichtig da drinnen. Vor allem in der Nähe dieser Jadekonstrukte. Ja, bleibt in Sicherheit und haltet euch versteckt. Ich werde bald zurück sein. Okay, lustige ist, wir haben das Herz ja jetzt schon gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das machen können. Wir probieren es einfach mal. Schlachtpläne sollen wir stehlen, zum anderen so Sabotageakte machen. Ich vermute mal, das sind Sabotageakte. Und wir sollen Soldaten retten. Ich hoffe, das Spiel hat es jetzt mitgekriegt, dass wir das Herz schon haben. Wir testen es einfach mal. Da ist auf jeden Fall ein gefangener Soldat. Und ein Jadebogen. Dreh um, genau. Und Schlachtpläne. Okay, doch, das funktioniert. Perfekt, okay. Also, weil wir es ja schon kennen, werde ich euch das jetzt ein bisschen kürzer machen. Und das jetzt schnell in Runde für mich einfach alleine machen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall, sobald wir hier das zusammengesammelt haben.
So, wir haben die letzte Aktion durch. Ich bin einmal aufgeflogen. Da war ich zu nah dran. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zurückkehren zur Agentin. Und ich weiß, dass wir uns hier über die Brücke stürzen dürfen und dann auf die Himmelsschuppe kommen. Also bin ich dann auch direkt wieder zu ihr gekommen. Ja, die Folge wird ein bisschen kürzer sein, weil wir das letzte Mal so lange gemacht haben mit den ganzen Herzchen. Hallo, ich will gerne meine Verkleidung absetzen. Dankeschön. So, dann gehen wir mal zu ihr und gucken, was sie so rausgemacht hat. Kleine Kiwi, hast einen ganz süßen Namen, muss man sagen. So. Die Seraphen konnten entkommen und der weiße Mantel hat einiges an Aufräumarbeiten vor sich. Gute Arbeit. Die Familien der Soldaten werden froh sein, sie lebend wiederzusehen. Das glaube ich auch. Thackeray zurück und überbringt ihm die guten Neuigkeiten. Ich bleibe hier und koordiniere weitere Überfälle. Okay. Haben wir geschafft. Ja, mega cool. Schließt das naheliegende Event ab. Okay. Das Ende der Belagerung sind wir jetzt. Sprecht mit Logan. Ja, blöd, dass die Karten halt immer nur zwei Wegmarken haben. Da muss man halt immer ein bisschen groß über die ganze Karte fliegen, mal die Wegmarke nutzen und hat so ein paar längere Wege vor sich. Aber wir kommen soweit echt gut voran. Aufgeladen. Und mal gucken, was die Logan Spieler jetzt für uns mir hat. Ich habe berichtet, dass die Anführer des Weißen Mantels in Fort Yvennia ja völlig in Aufruhr sind. Ich schätze, dafür können wir uns bei euch bedanken. Indirekt, ich habe einige Seraphensoldaten gerettet, während ich im Fort war. Sie könnten während ihrer Gefangenschaft etwas Wichtiges aufgeschnappt haben. Wir werden sie sofort befragen. Gute Arbeit, Kommandeur. Wir sind dabei, diesen Krieg zu gewinnen. Wir sind fast bereit, uns auf Caudecus zu konzentrieren. Aber bevor es soweit ist, müssen wir unsere Kontrolle über die Region sichern. Das hört sich gut an. Wie kann ich helfen? Ich brauche euch an der Front als Unterstützung für die Seraphen. Tut, was immer nötig ist, um uns den Sieg zu bescheren. Verstanden. Ich werde meinen Teil beitragen. Kommt zu mir zurück, wenn sich das Blatt gewendet hat. Und passt da draußen auf euch auf. Das werde ich. Wir sehen uns bald wieder, Logan. Okay. Kampfbereitschaft der Seraphenarmee. Schließt Events ab, besiegt feindliche Truppen und helft den Anwohnern des Doriksees, während sich die Seraphen für den finalen Angriff auf Caudecus anweisen, ausrüsten. Okay, wir müssen Events machen. Okay. Die Karte ist ja eigentlich voll von Events. Ich weiß, dass wir beim Tag da oben was haben. Wo ist der? Ist der Balken jetzt schon besser geworden? Mehr geworden? Ich weiß es gar nicht. Da ist der Taggy auf jeden Fall. Schnell. Nee, okay, unser Balken steigt noch nicht, aber es müssen Katapulte kaputt gemacht werden. Wo sind die denn? Da steht's. Katapulte des weißen Mantels übrig, 12 Stück. Bleibt da stehen. Okay, wir machen jetzt Stück für Stück Events einfach. Und gucken, wie weit wir kommen. Wir müssen, glaube ich, Hauptpriorität auf die setzen, die Xien auf dem Kopf haben. Raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Katapulte 8. Okay. 8 Katapulte. Wie viele Katapulte fehlen noch? Moment, ich klappe das mal ein bisschen zu. 3 Katapulte haben wir noch. Okay. Mich bringt nichts zu fallen. Aufgeladen. Haben wir. Okay, wir haben... Ja, das geht. Der Fortschritt geht, muss man sagen. Der geht wirklich. Okay, was... Was wäre jetzt dran? Die weiße Mantel plant seine nächsten Schritte. Okay, die planen die nächsten Schritte. Haben wir hier nur noch Events? Bei... Scheint, als würde der weiße Mantel einen weiteren Angriff auf die Landbrücke vorbereiten. Wir können sie jetzt schon kaum zurückhalten. Wir könnten eure Hilfe bei der Verteidigung gebrauchen. Dann machen wir das doch. Von der Front wegschaffen. Also was haben wir? Fallen.
Die Minen des weißen Mantels stören. Okay, fallen. Wiederbeleben. Okay, das geht ja. Das ist jetzt nicht so schlimm. Gibt mir recht. Hier haben wir eine Mine. Hier. Wir holen mal unsere Freunde. Die können uns ein bisschen mithelfen. Das geht doch als Event. Das ist doch ganz cool. So, hier haben wir den nächsten zum Wiederbeleben. Okay. Wir beleben und unser Feuerelementar ballert drauf. Okay, das ist doch eine gute Idee. Da haben wir noch eine Falle. Macht mal mit kaputt. Hey, es wird. Stück für Stück. Dafür, dass wir das alleine machen. So holen wir den mal zurück. Hier haben wir auch noch eine Falle. Falle, Falle. Ja, das klappt doch. Das klappt doch. Wir haben schon 6 Fallen, 6 Minen zerstört, 6 wiederbelebt. Und hier sind sie auch wieder alle unterwegs. Hallo, falsche Richtung. So hat der uns hier weggeführt. Ah, das ist ein Necro. Eins Necro. So, wiederbeleben. Dann brauchen wir doch jemanden zum Wiederbeleben. Wo liegt hier jemand rum? Da liegt jemand rum. Okay. Macht gibt mir recht. Hartnäckiger kleiner Mistkerl da. So, den haben wir. Und jetzt müssen wir hier noch den wiederbeleben. Vielleicht lassen sie uns ja in Ruhe, wenn wir den wiederbeleben. Ja, wir haben es geschafft. Okay, so einen großen Fortschritt haben wir jetzt doch nicht bekommen. Hätten wir vielleicht da bleiben sollen. Tröstet verirrte Geister. Verirrte Geister trösten. Sind es die da? Na komm. Brauche Unterstützung. Bereit. Schnell. Feuer, sei mir zu Dienst. Okay, da sind die verirrten Geister. Dann nehmen wir doch die Events mit, wenn der Taggy eh hier oben ist. Komm nach Hause, Liebes. Es ist fast Abendessenszeit. Es gibt geröstete Doljak. Doljak? Wie soll man einen Doljak essen? Klingt köstlich. Kann's kaum erwarten. Endlich kann ich mich ausruhen. Hab Dank. Gerne schön. Gerne, gerne, gerne. Okay, die nächste. Lasst mich bloß in Frieden. Ihr gehört zu denen, so ist es doch. Die vom weißen Mantel sind fort. Ihr seid jetzt sicher. Der Kampf gegen den weißen Mantel geht weiter, aber ihr habt euch Ruhe verdient. Danke. Gerne. Dass ihr mich befreit habt. Lasst mich bloß in Frieden. Habt ihr Schuhe verdient. Hat sich's auch gemacht? Okay. Wo haben wir noch jemanden? Da haben wir noch jemanden. Köstlich, kann's kaum erwarten. Endlich kann ich mich ausruhen. Es ist so kalt. Ich erinnere mich an einen lauten Knall. Und jetzt bin ich hier. Was ist passiert? Eure Seele wurde befreit, als der Blutstein explodiert. Ihr seid auf eine Mine des weißen Mantels getreten. Danke, dass ihr mich befreit habt. Gerne. Lass mich bloß in Frieden. Ihr habt Ruhe verdient. So, machen wir hier auch mal wieder. Köstlicher Doljak, kann's kaum erwarten. Macht gibt mir recht. Ja, wie die sich immer wegporten, die Mistkerlches. Da drüben haben wir noch welche. Meine Tochter gelacht hat und dann geweint. Was ist mit mir passiert? Der weiße Mantel hat euch hereingelegt, aber ihr seid wieder zu Hause. Ruht euch aus. Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Ja, gerne. Nichts zu danken. So, kommt nach Hause, Liebe. Es klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten. Findet meine Seele Frieden. Okay.
Wieder ein nächstes Event. Sehr cool. Kommt jetzt hier das nächste Event schon? Dass wir hier bleiben könnten? Wo fliegt der jetzt hin, der Tag? Doch, zur Bestie. Okay. Okay, wir haben nächstes Bestien-Event, wo sie auch alle schön rumstehen. Sehr cool. Und hier sind ein paar weitere Events. Ja, cool. Die stehen da immer noch. Wie cool. Wartet. Wow. Ey. Und ihr dachtet, ich sei besiegt. Bei allen Winden. Ich bringe euch. Die haben scheinbar die perfekte Position hier, um Events zu machen. Und um ihren Fortschritt zu kriegen. Schon cool. Also der Typ, der ist ja Wahnsinn, sag ich dazu nur. Der ist ja Wahnsinn. Gut, ich weiß nicht, wie aktiv alle hier mitkämpfen, die hier stehen und sich leveln. Aber das ist trotzdem Wahnsinn. Können wir den wiederbeleben? Schnell, komm, schnell, 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 schnell. Und aufstehen und weg. Am besten von der Ferne aus kämpfen. Aber unser Balken füllt sich. Also es ist nicht so, dass wir nichts kriegen für die Sachen, die wir hier machen. Es füllt sich trotzdem. Wir haben es fast geschafft. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob wir den fertig machen müssten. Und dann hätten wir es schon geschafft. Wahnsinn. Okay, unser Balken ist fast voll. Fast voll. Und dann hätten wir es schon. Wahnsinn. Nur so ein Mini. Ja, wir haben es. Sprecht mit Logan. Okay, es tut mir leid, Leute, aber ich will Geschichte weitermachen. Es tut mir leid, ich fliege jetzt zum Logan. Tammy hat uns ja auch kontaktiert wegen Primordus und Jormark, dass die zusammen kämpfen. Aufgeladen. Und zusammen kämpfen. Um sich gegenseitig zu vernichten. Ich habe getan, was ich konnte. Die Bedrohung durch den weißen Mantel ist zwar noch nicht vollständig gebannt, aber wir sollten bereit sein, uns Kaudekus vorzunehmen. Okay. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Jenna, ich meine, Ihre Majestät möchte euch im Thronsaal sehen. Ohne euch Jenna. Hätten wir den Mantel nicht aufhalten können. Ich bin sicher, die Königin wird sich persönlich für euren Einsatz bedanken wollen. Nur zu, geht zum Palast. Wir treffen uns dort. Okay. Wow. Eine Gebühren. Spannend, spannend. Damit diese Folge nicht so lang wird nach der letzten Folge, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Like und ein Abo dalassen würdest. Und ganz neu dabei bist, dann möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen und dich dazu animieren, gerne den Abo-Button zu klicken. Das unterstützt mich und du verpasst somit keine Videos mehr. Bei mir auf dem Kanal gibt es Guild Wars als auch Sims 4 Let's Plays. Und wir sind aktuell bei Guild Wars in der lebendigen Welt Staffel 3 und wir können mal gerade gucken, in welchem Kapitel überhaupt. Oh, wir sind Kapitel 4 schon. Der Kopf der Schlange sind wir. Im Neue Befunde von der Königin. Heißt, im nächsten Part treffen wir die Königin. Mal gucken, was sie so rausgefunden hat. Worum es geht, was sie mit uns besprechen möchte. Wir haben noch ein Event geschafft. Sehr cool. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sag danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.